So, wir haben jetzt hier noch ein kleines Place. Und zwar ist es eine alte Schule. Wir sind jetzt gerade im Nordkap-Tunnel und der ist ziemlich abgefahren, weil der ist gute 6800 Meter lang, also richtig lang, und man fährt ja unterm Atlantik durch letztendlich. Deswegen ist man 212 Meter unter dem Meeresspiegel, also richtig krass. Und wenn man hier runterfährt, sind auch knapp 10% Gefälle. Also man merkt das schon ganz gut. Ja, also man muss auch wirklich unterschalten beim Runterfahren, ja, sonst ja, ist man dann doch ganz schnell mal zu schnell. Und ja, beim Hochfahren muss man dann auch wieder halt dementsprechend schalten und Gas geben. Wir sind jetzt hier im Grunde schon beim nächsten Place. Wir haben eben Armbrot gegessen. Und ja, wir sind hier bei einer alten Bunkeranlage, beziehungsweise Stellung. Ein Teil des Atlantikwalls. Und zwar der Teil am Nordkap. Und ja, wie ihr seht, die wurden schon gesprengt. Aber wir schauen sie uns trotzdem mal an. Weil es gibt doch so. Ja, es ist trotzdem interessant. So, das wird wohl hier der alte Eingang gewesen sein. Ja, hier sieht man auf jeden Fall noch das Fundament vom Geschütz. Und ja, im Grunde die restliche Bunkeranlage. Das hier wird das Dach gewesen sein. Ja, und das wäre dann auch der Blick aus der Bunkeranlage raus gewesen sein. Und hier mal was anderes, außer Bewährungsstahl und Beton. Ein alter Riegel. Hier haben wir ein Stück Schiene. Hier haben wir noch eine alte Türzarge. Hier ist man auf jeden Fall sehr schön den Bewährungsstahl, den verrosteten. Das sieht aus wie eine Höhle. Also ich bin jetzt hier in einem Teil des Bunkers, der relativ groß ist. Ja, auf jeden Fall sieht man hier noch allerhand, hier noch Holzbalken und so. Und jetzt erzählt mir mal, was das hier ist. Ich bin ja kein Experte. Aber das sieht doch verdammt nach einem detonierten Sprengkopf aus. Oder sowas in der Richtung. Hier gibt es sogar auch Gletschermühlen. Da ist eine. Und hier ist eine. Vielleicht gibt es ja noch mehr sogar. Wenn jemand
von euch weiß, was das ist, das wird mich mal interessieren. Das sieht ganz spannend aus. Genau, schreibt es in die Kommentare. Also, hier war wohl mal eine Brücke. Jetzt kommen wir auf jeden Fall nicht hier rüber. Egal.